Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute interessiere ich mich für ein Auto mit Hybridantrieb. Und da ich in Ingolstadt bin, geht es um einen Audi. Und das ist er, der Audi Q3 Sportback mit Hybridantrieb. Für viele Menschen ist ein rein elektrisch angetriebenes Auto eigentlich nur etwas für den urbanen Bereich. Da stimmt ja mittlerweile auch die Ladeinfrastruktur. Aber wenn ich von Hamburg nach Mailand fahren will, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Dann muss ein solcher Hybrid her. Der neue Sportback unterscheidet sich vom normalen Bruder eigentlich nur durch diese Nachladeklappe. Die wichtigen Änderungen, die gibt es innen. Da kann man nämlich das Hybridsystem dann kontrollieren oder auch verstellen. Und das ganze System, das stelle ich Ihnen jetzt mal vor. Auf geht's! Bei den Q-Modellen von Audi geht es richtig zur Sache. Und für diejenigen, denen ein normaler Q3 zu brav erscheint, gibt es diesen Sportback. Nun aber auch als Plug-in-Hybrid. Also für jemanden aus der Verbrennergeneration ist das immer wieder interessant zu sehen, wenn man mit einem solchen Hybrid- oder Elektroauto losfährt, dann startet das Ding, wenn die Batterie noch einigermaßen voll ist, elektrisch, also ganz leise. Und das ist schon sehr interessant. Und auch sehr sparsam und sauber. Neu ist der in das MMI-System integrierte Amazon-Sprachassistent Alexa. Es gibt hier ein virtuelles Cockpit, da gibt es ein Instrument speziell für den Hybridantrieb. Da kann man sehen, wenn man nachlädt, also rekuperiert, zum Beispiel beim Bremsen oder auch beim Gas wegnehmen. Es gibt hier einen Schalter, den EV-Schalter, da kann man dann verschiedene Hybrid-Modi fahren, zum Beispiel rein elektrisch. Oder man kann die intelligente Nutzung des Systems einschalten. Man kann die Ladung konstant halten oder die Ladung erhöhen. Das heißt also, wenn man zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs ist und man weiß, man fährt demnächst in die Stadt hinein, dann lade ich die Batterie voll und kann dann völlig emissionsfrei in die Stadt fahren. Gute Idee. Es gibt ja eine 7-Gang-Automatik, also ein DSG-Getriebe. Da kann ich die Gänge hier oben wechseln am Lenkrad über die Schaltwippen. Es ist ein speziell für den Vorderradantrieb entwickeltes Getriebe. Funktioniert gut, die Übersetzung stimmt, passt auch ganz gut zu einem solchen Hybridauto. Optisch ist der Q3 Sportback mit Plug-in-Hybrid ein Hingucker. Seine sportlichen Linien, die flachere A-Säule und das abfallende Dach sind echt gut gelungen. Genauso wie das Heck und das sehr moderne Interieur. Hier vertraut man auf Bewährtes aus dem normalen Q3. Die Sitze sind sportlich und komfortabel. Auch hinten finden Großgewachsene noch viel Platz. Immer mehr Raum gewinnt auch die Meinung, dass ein Plug-in-Hybrid eine gute Alternative ist. In der aktuellen Situation halte ich diese Hybridfahrzeuge für eine sehr, sehr gute Technologie, für einen breiten Kundenkreis, da man Großteile des Alltags können viele, viele Kunden komplett rein elektrisch mit dieser Reichweite absolvieren und somit gewinnt das einfach an Attraktivität. Kaum merklich wechselt das System zwischen den beiden Antriebssystemen. Das ruhige Cruisen ist genauso wie das flotte Landstraßenfahren möglich. Also so ein Hybridauto hat natürlich einige Vorteile. Man kann 50 Kilometer lang, also komplett in der Stadt, eigentlich emissionsfrei fahren. Und wenn man längere Strecken absolvieren muss, dann habe ich immer den Benziner zur Verfügung. Und ich bin auch nicht auf irgendwelche Ladestationen angewiesen. Ich lade zu Hause und wenn ich rekuperieren will, dann kann ich das auch mit diesem Auto, um die Batterie wieder voll zu bekommen. Beim Handling muss man sagen, das Auto wiegt rund 200 Kilogramm mehr als ein normaler Q3 Sportback. Und das merkt man auch ein bisschen beim Fahren. Das Auto ist ein bisschen mehr am Rollen, er liegt ja auch ein bisschen höher, ist ja ein SUV. Aber das Ganze ist nicht unangenehm und wird natürlich auch unterstützt durch alle Fahrerassistenzsysteme. In Sachen Interieur ist eigentlich alles auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, es gibt hier ein virtuelles Cockpit, da sind die Instrumente virtuell dargestellt. Dann gibt es hier noch ein großes Display, da kann man eigentlich alles per Touch oder auch Sprachsteuerung bedienen. Was mir persönlich gut gefällt, das sind die manuellen Schalter hier für die Heizung und Lüftung. Die 13 Kilowattstunden Hochvolt-Batterie ist mit dem Netzkabel in rund 3 Stunden und 45 Minuten wieder voll. An einer AC-Ladesäule und mit der MyAudi-App ist das Laden auch aus der Ferne zu steuern.
Ja, so sieht es aus, das kleine Kraftwerk des Q3 Sportback mit Hybridantrieb. Es gibt ja einen kleinen 1,4 Liter TFSI Benzin-Turbomotor mit einer Leistung von 150 PS. 400 Newtonmeter Drehmoment stehen zur Verfügung. Damit schafft das Auto eine Topspeed von 210 auf der Autobahn und nach 7,1 Sekunden steht dann 100 auf dem Tacho. Das Auto hier hat natürlich noch einige Bauteile zum Thema Hybridantrieb. Damit schafft das Auto eine elektrische Reichweite von 50 Kilometern. Da werden einige sagen, naja, ist nicht so besonders viel, aber Statistik hat festgestellt, dass die meisten Autofahrer weniger als 50 Kilometer pro Tag unterwegs sind. Dann dürfte dieser elektrische Antrieb sicherlich reichen. Den Verbrauch gibt man an bis zu 1,7 Liter auf 100 Kilometer im günstigsten Fall. Und ich denke mal, das ist ja kein schlechter Wert. Ja, zum Schluss meine Meinung zu diesem neuen Audi Q3 Sportback mit Hybridantrieb. Das ist eine echte Alternative zu einem reinen elektrischen Auto oder einem Verbrenner. Hier hat man beides, man fährt sauber in der Stadt. Und wenn man nach München und Flensburg fahren muss, dann kann man das auch. Man braucht nämlich keine Ladestation. Also, das Auto kostet in der Basisversion 47.400 Euro. Von mir gibt es einen Daumen hoch. Tschüss.